Okay, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier anfangen soll. Ich habe hier was vorbereitet. Ist auf Chat. Ich mach einfach Folgendes. Mein Bruder wird's lieben. Es hat nicht geklappt. Ich versuch's gleich nochmal. Ja, genau. Wir spielen eine Runde Minecraft. Nach langer Zeit nochmal. Sky Attack ist das neue Projekt, was jetzt hier losgeht, Leute. Und ich bin irgendwie dabei. Ich weiß auch nicht warum. Ist so ein bisschen wie Herr der Ringe, nur im Weltall, sage ich mal. Und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Ich habe mir schon eine Insel ausgesucht. Habe auch schon einen Shader drin. Oh mein Gott, Let's Hugo ist dabei. Schade, Mann. Ja, wir haben eine Insel mitten im Nirgendwo. Und wir müssen uns jetzt hier irgendwie wieder was aufbauen. Wir können jetzt unsere Insel, also ich glaube, es geht darum, dass wir alle zusammen eine Stadt bauen oder sowas. Es ist einfach so wie immer, einfach alles open, alles nice, alles cool. Erinnert mich ein bisschen an, wie ist dieses Projekt von Unge damals, was so übertrieben ham ging. Ah ja, ich habe einen neuen Skin. Chat, wie findet ihr meinen neuen Skin? Ich würde sagen, wir gehen gleich mal in Call mit irgendeiner, mit Farbe oder sowas. Sky Attack, genau. Wir spielen Sky Attack. Erstes Mal, demnächst auch wahrscheinlich mit dabei. Trimax und so. Wird eine extrem geile Geschichte. Half Steps machen wir gleich. Ja, 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 ja. Hallo? Auch Hexen-Chunk waren, sind Hallo? In 1.17 keine Hexen-Chunks mehr, weil die Struktur, Boundaries, die sind woanders. Ach, okay. Krass. Weil dann sozusagen eine neue Struktur-Boundary drüber generiert wird. Alright. Und deswegen das Nether auch erst, habe ich auch Nether, den, Quatsch, habe ich den Nether erst in 1.17 generiert und nicht mit Tiny Biomes, weil A, die Tiny Biomes gab es damals noch nicht, weil gab es nicht die Nether-Biome. Und B, damit es nicht verschiebt. Und B? Und B, damit es sich nicht verschiebt. So. C, was macht Rebi hier? Ich spiele wieder Minecraft, Jungs. Ich bin wieder da. Ja, super. Sky Attack. Revi, die auch nochmal Ersatz. Stress dich jetzt erstmal nicht, weil die Leute schon losgelegt haben. Wir müssen, weil wir so eng aneinander sind, sowieso sharen und teilen. Das geht auch. Gib mir bitte. Du bist unser Nachbar. Was? Also, wir können gerne helfen, wenn es irgendwas gibt. Okay, ich brauche 9000 Cobblestone, Prismarinblöcke und Diamanten. Ich möchte ein riesiges Luftschiff bauen. Also, ich brauche Wolle. Ich würde gerne so eine Art Luftschiff bauen mit Trimax zusammen. Ich habe auch schon mit denen darüber gesprochen, tatsächlich, Spark. Wir bauen einen Golem wieder dieses Mal. Allerdings einen riesigen. Okay, Revi. Hallo? Fabo? Revimzeit? Bauen wir einen riesigen. The Joecraft, danke für den Raid. Wie geil. Okay, liebe The Joecraft Community, ich habe mir ein Texture-Pack runtergeladen, dass die Zombies thick sind, dass die Kurven haben. Die perfekte Community dafür. Achtung, das ist übersexuell. Schaut mal. Das ist die perfekte Community. Mann, die haben fucking Boobs und Hüften, die Zombies. Holy shit, Mann. Oh my god, that's fucking poggers, Mann. Ey, hier hat jemand eine Dings für mich gebaut. Ich habe mal einen Weg gemacht. Ich habe auf jeden Fall etwas, was du unbedingt haben möchtest. Was das denn? Bringt dir zwar nichts, aber ist bestimmt trotzdem ultra cool. Pass Sag auf mal. Hier, ich habe ein bisschen Trip für dich. Was ist das? Fabo? Ja? Dripstones, hast du das schon, Fabo? Ich würde den verkaufen. 10 Dias, ein. Man startet mit einem Dripstone, Revi. Was ist das hier? Moss? Ja. Moos, 1,17 Block. Aber wir können halt keine neuen Grasblöcke generieren, ne? Grasblöcke nicht, sondern eher halt Erde. Mit Erde Gravel oder mit diesem komischen Moss. Wir können Erde herstellen? Ja. Ja. Ich hab alles vergessen. Was ist hier die Meter? Holy shit, Mann. Hey, das ist ja jetzt schon überkrass. What the fuck, Mann? Das ist ultra cool geworden. Ey, Fabo, wollen wir Hugo töten? Der ist gerade AFK und spielt auf dem Laptop. Was für ein Loser. Der farmt AFK, kommt jetzt auf seinem Laptop. Werden. Oh mein Gott, wie OP bist du? Spark hat gesagt, wir scheren ja alles, oder? Nee, nicht. Und am besten nichts verlieren, weil wenn du ins Void fährst mit deinen Items, dann war's das. Ja. Nein! Nein! Hör, ja, ich hab Eisen Kreide bekommen gerade. Aus dem Stein. Ich habe Eisen aus dem Stein bekommen. Wie geil. What the fuck? Hä, hey, warum ist das so? Ja, ist das hier so eine random Chance, dass ich das, wenn ich das abbaue? Nein, ich habe dir das zugeworfen. Alles klar. Und was ist das Ziel? Also wollen wir den Enderdrachen töten oder, sage ich mal? Tatsächlich einen wunderschönen Golem bauen. Wir bauen einen riesigen Golem. Ich baue wirklich einen riesigen throbbing Ding mit Trimax zusammen. Nicht. Als Luftschiff. Doch, Minecraft Aura. Das erinnert mich an Minecraft Aura. Jetzt habe ich's. Oder? Ja. Oh mein Gott, da ist Sebo! Alter, den verprügel ich jetzt so. Den schlage ich so zusammen. Ja! Guck mal, der ist so sauer auf mich. Guck mal, wenn ich das mache. Warte. Er sieht's nicht. Er sieht das Gesicht. Herr Fabo, würdest du sagen... Meine Base ist woanders. Hä, was? Es ist nicht Basti zockt? Wer ist es dann? Oh nein, das war bestimmt Basti. Hier geht's, sind wir morgen tot. Wer ist das?
G-Time und Gemba, wir sind tot. Ja, Gemba. Nein! Hab ich wieder neben G-Time gebaut? Ja, hast du. Ach, Bro, what the fuck? Das kann doch nicht sein! Du hast recht. Du stehst wirklich direkt neben G-Time. Und hier ist Gemba, und hier ist Gemba. Das ist was G-Time. Ja, gut, dann wird Kevin morgen sehen, Alter. Das wird natürlich cool. Was ist das hier? Wenn du Essen baust, was ist das? Ist ein 17-Baum. Warte, ich zeig dir. Mach mal. Ich hab Bone Meal, ich mach. Mach du? Okay. Ja, das reicht, dankeschön. Ja, hier ist Hugo, Norris und Veto ist hier auch, also Norman. Alter, Veto hasse ich auch. Guck mal, da ist er. So, lass den K.O. schlagen. Oh mein Gott, stopp! Ich hab ihn dumm und dämlich geboxt. Ich werde ihn jetzt so outplayen. Gib mir schnell die Falltür, er rechne ich damit. Okay, Achtung, er weiß gar nichts. Boah, und hier schnell weg! Holy shit, Mann, wir haben so outplayed. Ich Tier ab. Ja, Mann, ich auch. Ich töte noch so einen Huhn. Okay, jetzt lass abhauen hier. Scheiße, Mann, ich komme nicht raus! Der ist allein, der andere Seite! Ich schmeiß ihn ab mit Eiern, er ist verwirrt. Ey, hier ist ein Hase! Guck mal! Junge, mach nicht! Lass es! Okay, wir gehen weiter. Okay, wo geht's hier lang? Was haben wir hier? Wen haben wir hier? Oha, hier sind das? Ziegen! Ziegen gibt's doch nicht in Minecraft, oder? Hä? Bist du dumm? Hä? Alter, du boxst hier erstmal, lass, chill mal. Hier macht der gar nichts. Ja, weil die im Boot ist. Okay. Wait, hier ist Basti Zong. Aber wo ist der Fischtank? Oh mein Gott, war das gerade ein Leck. Junge, ich bin gerade fast runtergeleckt. Was ist das denn? Ein Axolotl. Was macht das? Und hier ist ein Fischtank. Ich will da rein. Ich will da rein. Ist das eine gute Idee? Muss hier, glaube ich, rein, aber hier rein. Oha, wie OP. Alter. Und jetzt kann man hier einfach ertrinken. Geh doch mal rein. Nee. Doch, wirklich. Es ist überchillig. Weil das ist ein gelbes Axolotl. Du brauchst mich... Akani! Hier wohnt noch keiner. Muss ich mitnehmen? Du nimmst ihn so jetzt komplett mit. Ja, muss ich ja. Hier wohnt Kroko. Stopp, wegen du fährst. Mach ich nicht, ich zahle dir gar nichts. Bin mit meinem Hund unterwegs. Ja, hier wohnt Kroko und dann kommt hier Spark, aber ich glaube, hier kommst du nicht hoch. Ey! Es geht nie ab, mach dir eine Runde, mach dir eine Bootstour. Hauptsache Revi macht eine Bootstour in Sky. Nee, ich mach so Roleplay, ich sitze im Rollstuhl. Ding mitgenommen. Ich hab einen Hund, ja, Akani, der Fuchs. Wenn wir ein Slimeboard organisiert kriegen, na, ey, dann wird das. Hallo! Der klaut meinen Hund! Lass das! Blockieren, blockieren! Blockieren! Ey! Junge! Ich guck nur zu. Ah! Nein! Nicht! Oh, Mann! Mein Hund, bitte! Alter, der hat Flamebow! Töte den! Und lass den Bow nicht runterfallen! Hast du den Bow? Ich hab ihn! Ja! Kann ich haben? Power 3! Boah, das ist doch meiner, oder? Ja, genau! Woo! What the f, man? Holy Poggers, Mann! Ey, müsst mir unbedingt beibringen, wie das mit den Dingens geht, mit dem Moos. Hm? Ist das schwer? Kein Thema. Also, um mehr Moos zu bekommen, oder wie? Ja. Das ist ganz einfach. Also, meiner Meinung nach. Okay, Fabian, bist du bereit? Ja, wo bist du? Du bist der Erste, der es erfahren darf. Alter! Omgealul? Ja, Omgealul. Und ich zeig dir mal, oder möchtest du jetzt schon sehen, wie es geht, oder? Zeig mal ganz kurz. Also, wir nehmen jetzt erstmal einen Moosblock, den setzen wir am besten unten hin mal. Hier hast du deinen Moosblock, wunderschön. Mhm. Und drumherum machst du dann irgendwelche Steine hin. Ja. Könnten theoretisch auch andere Items sein, aber es gehen halt nur ein paar bestimmte. Und jetzt kannst du mit dem Bornmeal mal drauf rechtsklicken, also auf den Moosblock. Und dann siehst du schon, was passiert. What? Wenn du das dann wieder Bornmeal drauf machst auf diese Moosblöcke, können da sogar Bäume kommen. Hä, wie OP? Okay, ich bin richtig gespannt, wie aggressiv G-Time morgen sein wird, oder? Junge, der wird so sauer sein, wenn der rafft, dass der nicht. Wenn ich halt wieder neben dem wohne, Alter. Wie geil, Mann. Der wird so sauer sein. Der wird richtig rumschreien. Mann, Revi! Nee, nicht schon wieder! So wird er sagen. Wiederschauen und reingehauen. Euer Herr Newstime. Ciao, ciao.